Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Sandrock. So, wir sind gerade dabei. Da fehlt noch einer. Ich hab doch zwei. Da kommen wir nicht lang. Komme ich nicht hoch. Hat er sich die Schlüsselkarte jetzt nicht genommen oder geht das da noch weiter? Ach so, ich habe die nicht genommen. Okay. Ein an der Wand gemaltes Bild eines Bäumchens, sicherlich von einem Abenteurer als eine Art Symbol. Okay. Jetzt geht's weiter. Hatte mich schon gewundert. Ich war doch sicher, ich hatte die zweite Schlüsselkarte gesehen. Okay. Und abwärts. The Olympia Transit Service. This week's elevator music comes from a real cool cat, Rodriguez. Wants to give a little shout out to his lucky lady. Bin echt froh, dass ich hier unsere Leute dabei habe und dass sie auch alle recht gut gelevelt sind. Logan pfeift sich ein. Oh. Was machst du denn hier? So. 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 Starke Medizin. Sehr gut. 15 haben wir davon inzwischen. Das ist gut. Sonst noch was hier? Hochgeschwindigkeitsprozessor. Noch einer. Noch irgendwas übersehen. Da ist noch eine Kiste. Sonst haben wir, glaube ich, alles. Dann... Oh, können wir da drüben nochmal gucken? Verdichteter Kraftschein. Verdichteter Kraftstein. Kiste. So. Kraftstein, Kraftstein. Wir nehmen mit, was wir mitnehmen können, ne?
So, jetzt müssten wir die reparieren. Ah! Dafür brauchen wir die Kraftsteine. So, dann benutzen wir mal. Kommt jetzt hier irgendwo wieder eine Kamera? Remember, leave anything dangerous at the door. We don't like violence around these parts. Hey. If you got anything to hand over, drop it off at maintenance. Komm. Oh, wo kommen denn die her? Ja, du hast... Zeichen für die Monster, er war hier. Howlett, er ist hierher gekommen. Er muss... Pass auf, okay, ja. So. Müsste mal, glaube ich... So. So, Kiste öffnen. Raumanzugoberteil. Weißes Kupfer. Organische Keramiken. Stromkonsole. Das kann ich nicht benutzen. Ah, okay. Jetzt können wir das hier benutzen. Haben wir noch was vergessen? Ne. Gibt's noch wieder Kameras? Aktuell sehe ich keine. Das heißt aber nichts. Da ist eine Kamera. Bitte, bitte. So. Okay, dann gucken wir mal weiter. Da geht's weiter. Fusion Engine A has been secured and lifted. Fusion Engine A wurde gesichert und angehoben. Das Gewicht übertrifft die Erwartungen und erfordert mehr Kabel zum Herausziehen. Wiederholenden Vorgang. Für Fusion Engine B werden zusätzliche Extraktionskabel benötigt. Okay, wie hört sich das an? Ich werde das Telegramm senden, sobald ich die Bestätigung erhalte. Lass es dir einfach schon zusenden. Ah, wer bist du? Wie bist du hier reingekommen? Das sind diese Bedrohungen aus Sandrock. Schnell, benachrichtige das Hauptquartier. Vergiss es, hole sie zuerst. So.
So. Schau an, das muss der Telegrafenmaschine sein. Überlassen wir es Grace, später einen Blick drauf zu werfen. So, was haben wir denn sonst noch? Keramischer Schrott. Wildes Peter ist dann ein bisschen im Weg. Kiste. Hochgeschwindigkeitsprozessor. Ja, da haben wir einen. Okay, da müssen wir weiter. Hab's verstanden. Verdammt, die Schlüsselkarte, die wir bekommen haben, funktioniert hier nicht. Zugriff erweitert. Begit Passwort eingeben. Welches Passwort? Das sieht irgendwie kompliziert aus. Hey, schau da drüben. Da gibt's einige Duvo-Soldaten. Ich denke, sie sollten wissen, wie man es öffnet. Mal sehen, ob sie uns ihren Schlüssel leihen. Ein guter Zeitpunkt, um zu speichern. Wenn das Spiel das schon vorschlägt, dann machen wir das. Dann machen wir das. Eindringlinge, Achtung! Was? Bitte? Tut mir nicht weh. Entspann dich. Wir sind für eine Tour hierher gekommen. Sieht so aus, als wäre die Tür unten verschlossen. Möchtest du uns helfen, Jungs? Wenn einer von euch das Passwort hat, könntet ihr uns vielleicht einfach zuspielen. Puh, nur eine Reisegruppe. Das Passwort ist... Hey, halt die Klappe. Fass dich zusammen und bekämpfe sie. Du nennst dich selbst einen Soldaten? Sieht so aus, als würde Diplomatie nicht funktionieren. Da ist wieder irgendwo eine Kamera, ne? Verdammt, ich wünschte nur, einer dieser Soldaten würde einfach kooperieren. Ich bin es langsam leid, jeden zu bekämpfen. Ich dachte, wir hätten es fast geschafft. Nun, ich habe das Passwort auf einem von ihnen gefunden. Duvos. Aus Liebe zu. Verdammt, reden wir über Loyalität? Nun, lass uns die Tür öffnen. Warte mal, schau hier unten. Es ist Penn. Sie bereiten sich darauf vor, einen Motor anzuheben. Wir müssen schnell darunter. Wenn wir diesen Haken zerstören, werden sie ihn nirgendwo hinführen. Komm, lass uns das Passwort benutzen und darunter gehen. Ja, ja, ich will jetzt nur gerade, dass das hier mal nichts wieder macht. Nehmen wir mit. Bitte ändere das Passwort. Duvos. Gut gemacht, es ist geöffnet. Lass uns hineingehen, ja. Ich habe nicht mehr viele Patronen. Da ist noch einer. Langsam gehen mir die Patronen aus. Das ist nicht gut. Truppe 1. Gegenwärtig. Truppe 2. Gegenwärtig. Truppe 5, Truppe 6. Gegenwärtig. Gut, alle sind da. Es wurden Elite-Soldaten aus Sandrock gesichtet. Sie scheinen eine erhebliche Bedrohung für unseren Betrieb darzustellen. Sie haben sogar Kommandant Penns Pläne durchkreuzt. Wir müssen danach streben, unserem Feind entgegenzutreten. Ihre bösen Wege dürfen unsere reinen Seelen nicht beeinträchtigen. Wir sind Duvo-Soldaten. Wir kämpfen für Gerechtigkeit und für die Menschheit. Warum sind wir auf diese Mission gekommen? Die chaotische Allianz wird die Menschheit zurück in den Boden treiben. Wir haben die Pflicht, alle Menschen hier unten zu retten, und dafür brauchen wir die besten Relikt-Technologien.
Jetzt, da wir diese Technologie erworben haben, können wir den Weg für eine erfolgreiche Zukunft ebnen. Unser Imperium wird die Welt vereinen und diejenigen, die sich uns widersetzen, werden die Wahrheit erkennen. Dieser Duvos ist die Zukunft. Für unsere Arbeit hier werdet ihr alle eure Rückkehr nach Duvos Medaillen der Anerkennung erhalten. Tiger ist hier und überwacht das Projekt persönlich. Das ist unsere oberste Priorität. Ihr werdet reichlich belohnt werden. Ich wollte schon immer eine Medaille. Ich möchte ein paar heiße Kohlen essen. Wir tragen eine Mission auf unseren Schultern. Diese Mission gilt der Zukunft unseres Imperiums. Nein, der Zukunft unserer Welt. Für das Imperium! Für das Imperium! Verdammt, der Raum ist voller Soldaten. Nur drei von uns. Das wird kein einfacher Kampf. Was sollen wir tun? Vielleicht sollten wir es mit der Erkundung versuchen. Nein, vergiss es. Lass uns einfach Vollgas geben. Komm schon, du weißt. Wir haben das. Versuchen wir einen anderen Weg zu finden. Bußgeld. Aber wenn wir auf mehr Soldaten stoßen, mach dich kampfbereit. Vielleicht gibt es da drüben einen Ausweg. Lass uns einen Blick drauf werfen. Oh. Das war das. Ja, hier durfte ich nicht rein. Das kriege ich nahezu nicht. Die Chance, hier lebend rauszukommen, ist sehr gering. Aua. Mann. Oh oh. Ja, das schaffen wir nicht. Okay. Da müssen wir einen anderen Weg finden. Ja, tu mir nicht weh. Tralalalala, lalalalala. Das interessiert mich alles nicht. So, ja, wir hätten es fast geschafft. Tralala. Ja, das ist Pen. So, dann hole ich geschwind noch das. Und dann gehen wir mal hier hin. Kommt mit. Dann ignorieren wir den einfach. Ah, Moment, da war doch noch der Magnet. Ja, du wirst gut gemacht, ist geöffnet, lass uns reingehen. Glaub's, ja, da müssen wir jetzt, da gehe ich nicht nochmal rein. Das ist das. Tralala. Gegenwärtig. Ja. Das lesen wir natürlich nicht nochmal alles vor, ne? Schnappen wir sie uns. Okay. Oh, da wollte ich nicht runter. Ah.
Ich wollte da eigentlich nicht runterfallen. So, haben wir noch eine? So. Ich kann es nicht glauben. Er ist den ganzen Weg gekommen. Er wollte mich davor warnen. Sandrock beschützen, Duvos, das meinte er wirklich. Darum ging es. Diese Schurken, ich werde sie kriegen. Ich hole sie alle. Logan, ich weiß, es ist hart, aber wir brauchen dich hier und jetzt. Du darfst nicht zulassen, dass sie dir zu Kopf steigen. Hörst du mich? Sie haben recht. Ich werde Sandrock beschützen, Pa. Ich möchte, dass du das hast. Es war eine seine Pistole. Ich schätze, du hast oft genug getan, um es dir zu verdienen. Papa wäre wirklich beeindruckt von dir gewesen. Das sage ich dir. Okay, wir haben eine Schrotflinte. Jetzt müssen wir aber gerade mal gucken, habe ich für die auch Munition? Gewehrmunition, Schrotflinte. Scharfschützengewehr. Munition für Gewehre. Hm. Oh, und wir haben einen Punkt. Speerneuling, Schwertneuling. Schusswaffenkenntnisse. Die können wir jetzt am ehesten gebrauchen. So, ist noch irgendwas hier, was ich mitnehmen kann? Könnte, sollte, täte, dürfte. Hier unten schon mal nicht. Schlüsselkarte erhalten. Jetzt mal aber erstmal dieses Ding mit der Schlüsselkarte auf. Ein Prozessor. Und Meisterwerk Rosa Dame. Sonst haben wir hier nichts, ne? So. Laufen wir mal hier lang. Ey.
hier geht's weiter. Da ist noch eine Kamera. Das ist es, was sie benutzen, um den Motor hochzufahren. Schnell, lass uns den Haken zerstören. Pen? Nicht mal ein Hallo? Das schmerzt. Das würde ich an deiner Stelle nicht anfassen. Wir bringen ihn gemeinsam zur Strecke. Aua. Wo bin ich? Ich kann nichts machen. Da bin ich. Exhilarating. I haven't had a workout like this in a while. Why don't we take it up a notch? Maybe I'll show you a fraction of my real powers. Roadwork, Justice Builder, look out! Find a way to cut the engine. I'll keep him here. We can't leave you here, Logan. Logan! Dang, door. The look in your eyes. Der Ausdruck in deinen Augen, dieser Hass, diese Wut, als würde ein Biest die Enge in die Enge getrieben, mitleidig und schwach. Das bringt mich zurück. Oh ja, Howlett sah genauso aus, als ich ihm diesen Virus injizierte. Was? Du hast meinen Vater vergiftet? Hahaha, oh mein lieber Logan. Bevor du dein Ende erlebst, möchte ich dir erzählen, wie dein Vater wirklich gestorben ist. Ihr Rettungsplan hätte fast funktioniert, aber ich konnte diesen unbeholfenen alten Mann doch nicht entkommen lassen, oder? Und verrate allen unser kleines Geheimnis. Nein. Haha, dieser mickrige kleine Feuerwerkskörper, bitte. Ich habe die Arbeit selbst erledigt. I kill you. You! Don't be in a rush. Let me enjoy this moment. Pen! You monster! Monster? I like the sound of that. Rolls off the tongue. But I'm afraid I have to bid you farewell. Say hi to your pa for me. Tricks up your sleeve, it seems. Come on, you gotta help him. Komm schon, wir müssen ihm helfen. Lass uns die verdammte Tür aufbrechen. Das Schloss ist aufgebrochen. Ah, es muss irgendwas geben, was wir tun können, um dieses Ding aufzubrechen. Du bist ein Handwerker. Mach eine Baumeistersache. Wir haben Zeit, einen Schlachtplan zu erstellen. Guter Aufruf. Cool, unter Druck. Du bist ein gut Karl. In Ordnung, Schlachtplan, Schlachtplan. Stiftschwächen, denk nach, Mann, denk. Ich hab es, ein Spiegel. Dieser Typ schließt sich ständig in seinem Zimmer ein und starrt sich nur an. Sieht irgendwie schlecht aus, wenn du mich fragst, aber das können wir zu unserem Vorteil nutzen. Ich wette, im richtigen Moment könnte es für eine mörderische Ablenkung sorgen. Schnell, Karl, schauen wir uns um und schauen, ob wir hier etwas finden, das wir gebrauchen können.
reflektierendes Fragment. Brauchen wir noch mehr? Oder kann ich mit Justice interagieren? Nicht mit dir. Ah. Das jetzt irgendwie einsetzen oder ach, der Depp ist da drüben. You're too late. This is over. It's over, Pen. Surrender. Time for this. Oh. Okay, wir brauchten es nicht einsetzen. Karl Logan geht runter, stoppt den Roboter. Ich werde irgendwie den Motor abstellen. Überlass sie mir. Justice. Logan, komm da runter. Das ist ein Befehl, verdammt. Verstanden, Sheriff. Dann gehen wir runter. Brauche ich hier irgendwas? Kiste. Magnet. Ist da sonst noch irgendwas? Das ist Titanenschrott. Nehmen wir mit. So viel Zeit muss sein. Keine Kamera, das ist schon mal gut. Hier nochmal wieder hin zurück. Hätte ich das gewusst? Ich hätte vorher speichern sollen. Karl, Logan, wie hast du? Wo hast du? Auf der Suche nach Pen? Er ist im Moment etwas beschäftigt. Blöde Logan, lass uns nicht streiten. War ich nicht wegen Sandrock da? Habe ich nicht alles für dich getan? Für Sandrock? Du hast meinen Vater getötet, um deine schmutzigen Geheimnisse zu bewahren. Wie kannst du das sagen? Ich habe es nicht bestellt. Du hast Pen für diesen schrecklichen Vorfall bereits das verdiente Geld gegeben. Ich bin nur eine arme alte Frau, die ihrem Land treu bleibt. Bitte, ich habe Kinder in Duvus. Ich möchte nicht mehr in dieser Situation sein als sie. Ich habe der Armee ausdrücklich gesagt, sie sollen niemanden in Sandrock Schaden zufügen, nicht wahr? Lass mich einfach gehen. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Schluss mit dem Mist, Matilda. Wenn du keinen Kampf willst, kapituliere. Es tut mir so leid, dass es so weit gekommen ist. Thank you.
Tech-Matilda müssen wir. Doch. It's over. You've lost. We'll never forgive you. Bisschen zickig, die Dame. Hast du wirklich gedacht, dass ich die ganze Zeit allein gearbeitet habe? Karl? Nein, Tiger. Warum tust du immer noch so? Komm schon, kämpft an meiner Seite. Hä? Ha, natürlich wusstest du es nicht. Unser kleiner, gehorsamer Handwerker. Du fandest es nie verdächtig? Alles, was sie wollen, sie sind da. Bei allen Dorfversammlungen und den Plänen zuzuhören. Hör auf, Witze zu machen. Das wird nicht funktionieren. Wie niedlich. Du bist auf unsere kleine List hereingefallen. Glaubst du, dass ein bescheidener Handwerker bequemerweise mit solchen Fähigkeiten ausgestattet ist? Komm, Karl, begleite mich für das Imperium. Ein Manipulierer bis zum Schluss, hm? Ich würde meine Freundin niemals verraten. Du hast versagt, Matilda. Ihre Manipulation wird nicht funktionieren. Unverschämte Narren. Ich werde dich zerstören! Sie ist verunsichert. Komm schon, lass sie uns holen. Ey. Ach, da oben ist die dumme Nuss. Lass mich mal in Ruhe. Mann, jetzt lass mich hier doch mal in Ruhe. Was willst du, Depp, denn hier? Mann.
Rennen wir. Halleluja, wir haben es, glaube ich, geschafft. Ja, du hast die Action verpasst. Okay, sehr gut. Haben wir die Dame beseitigt. So. Allianz. Aggression from the devils cannot stand. We must take action. Dumm gelaufen, würde ich sagen. So, und damit beenden wir dann auch die heutige Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Und in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.